So. Ja, das ist also... Soll diesmal alles ein bisschen anders ablaufen. Man hat halt eine bessere Nahrungsquelle. Also ich möchte wirklich ganz auf Landwirtschaft gehen. Deswegen können wir auch gleich direkt noch ein Feld hier nebensetzen, ne? Soll wirklich big werden. 15 mal 15. So, jetzt haben wir drei Felder für die nächste Saison. Ich denke, damit werden wir ganz gut vorankommen. Ihr könnt gerne da hinten noch Ressourcen sammeln in dem Winter. Los, ran schaffen. Wir können auch schon mal einen Herbalist bauen. Der kann eigentlich direkt noch mit in den Wald. Setzen wir den an den, komm, setzen wir den da dran. Die brauchen ja, wie gesagt, keine Straße. Genau, und einen Schmied brauchen wir jetzt auch langsam mal. Den können wir allerdings in die Stadt setzen, finde ich. So, jetzt muss ich natürlich auf die Zeit achten. Wir sind im späten Winter, das heißt, gleich geht's wieder los mit der Ackersaison. Im Frühling. So, zack. Früher Frühling. Ich brauche also meine Leute auf den Feldern. So, hier möchte ich Kohl, da möchte ich Kartoffeln. Und hier nochmal Kartoffeln. Und das heißt, wir brauchen jetzt 12 plus 15 Leute auf den Feldern, theoretisch. Das heißt, die Arbeiter müssen auch Pause machen. Wir müssen alle aufs Feld. Die Forester machen Pause. Ihr müsst jetzt alle auf den Acker arbeiten. So, und dann noch den einen Hunter und einen Gatherer. Und ihr geht alle aufs Feld. Wunderbar. Haben wir alle. Und die können für diese Saison also die 4 Plantagen hier bewirtschaften. Die Straßen sind auch nicht sinnvoll. Also die braucht man auch nicht. Die machen keinen Sinn. Man kann die Felder auch einfach so hinsetzen. Ich finde das aber optisch einfach schöner. Das ist einfach nur eine optische Sache. So, jetzt haben wir natürlich einen Mangel bei den Bauarbeitern, bei den Bildern. Ist aber weniger das Problem. Das ist jetzt eher das Problem natürlich, klar. Also wir können den mal pausieren, das ist okay. Setzen wir noch einen Builder drauf. Na komm, machen wir die Builder. Dass die mal hier den Schmied fertig kriegen. Wir können auch natürlich da die Priorität hochsetzen, weil ich meine, der Schmied ist momentan wichtig, weil die alle hier mit kaputtem Werkzeug rumlaufen. Aber die Felder, die wachsen. So, der Schmied wird auch gleich gebaut. Jawohl. Okay, wunderbar. Müssen nur noch das Eisen hinschleppen hier. Haben wir noch genug von 200. Die Lager sind quasi brappelvoll. Insofern bedient euch bitte einfach. Und dann haut doch mal den Schmied hier aus dem Boden, bitte. Ja, fein, fein. Ihr seid lieb. Genau. Und jetzt den Schmied hochziehen, bitte. Meine Felder werden gut bewirtschaftet. So mag ich das. Da wird gleich die erste Ernte eingefahren hier. Also ihr seht, ich spiele jetzt viel mehr auf 10-fach. Es geht jetzt alles ein bisschen schneller voran hier. Saison für Saison. Wir sind jetzt schon in der dritten. Also das wird jetzt ratzfatz durchgezogen hier, das Projekt sozusagen. Aber der Schmied muss mal erstmal fertig werden hier. Wir brauchen dringend das Werkzeug. Ich hätte es ein bisschen früher... Den Schmied braucht man früher. Ich habe da wieder nicht dran gedacht. Aber es ist eigentlich ist es mir bewusst. Den Schmied muss man früher bauen, weil der relativ schnell das Werkzeug dann leer geht. Und dann hat man ein Problem. Sind wir nämlich bald schon im Herbst und auch die Felder werden nicht so richtig fertig. Auch das hier wird nicht so richtig fertig, weil die natürlich beide mit kaputtem Werkzeug hier dran rumschrauben. Na gut, aber hier wird gleich geerntet, also das ist schon okay. So, ist der Schmied fertig? Komm. Dringend einen Schmied. So, wir brauchen keinen, keinen Bauer mehr. Dann kann der jetzt aus Eisen und Stämmen schönes Werkzeug machen. Das wird auch höchste Zeit. Ihr könnt natürlich gerne hier noch die Bäume umholzen. Und ihr könnt auch hier die Steine noch wegnehmen. Und der Schmied macht jetzt schön schnell hier mal das Werkzeug fertig. Genau. Bedient euch da, Leute. Bedient euch. Wir haben jetzt nämlich schon späten Sommer. Die müssen also langsam mal die Ernte reinholen. Sonst mache ich mir Sorgen. Ja, okay, hier fangen sie gerade an. Wunderbar. So, wir können natürlich noch ein weiteres Lager bauen. Das ist gerade ein bisschen voll hier. Okay, hier darf ich den nicht ebnen in den Boden.
Aber da möchte ich eigentlich weiter... Na, können natürlich hier noch eins bauen, aber es wird eher da hinten benötigt. Na, machen wir da noch eins hin. So, und neue Häuser. Die Felder sind gleich geerntet. Das ist gut. Schön alles ins Lager packen, bitte. Beeren, Kohl, Kartoffeln, alles da rein. Das ist schon fertig hier. Das heißt, da können wir schon mal die Arbeiter runtersetzen. Die brauchen wir nicht mehr. Denn jetzt ist auch schon später Herbst. Insofern. Na komm, fahrt hier die Ernte mal schnell rein. Leute, komm schon. So, danke. Und hier die auch noch eben, da seid ihr nicht ganz fertig geworden. Ihr wart ein bisschen langsam hier auf dem Feld. Aber macht nichts. Komm, holt denn noch die paar Dinger da und dann ist gut. So. Und jetzt seid ihr natürlich ein bisschen arbeitslos wieder im Winter. Das macht nichts. Ich habe ja für euch Berufe. Hier hinten in der Jagdhütte habe ich einen Beruf für euch. In der Forester Lodge und natürlich auch beim Herbalist. So. Ist noch irgendwer arbeitslos? Zwei Leute? Ja, wir haben sogar noch ordentlich mit über an Menschen. Das heißt, was möchte ich mit euch mal machen? Was brauchen wir gerade mal? Wir können zum Beispiel jetzt schon mal einen Taylor bauen. Der kann auch so ein bisschen in Richtung Schmied. So, drei Bauarbeiter. Und dann werden wir natürlich irgendwann jetzt bald mal einen Handelsposten brauchen, damit wir Livestock kaufen können, also Tiere, Nutztiere. Können ja auch schon mal theoretisch, ja, wir können eigentlich schon mal einen, also eigentlich hätte ich gerne möglichst bald die Town Hall, weil die brauchen wir, weil die Sinn macht. Da kann man einfach viele Funktionen, da hat man einfach viele Funktionen mit. Oder wir fangen an mit einem Schulhaus. Kann man beides machen. Aber wenn ich da noch einen Block mache... Ich meine, wir können natürlich das Lager wegmachen und dann hier das Schulhaus hinsetzen. Das hat natürlich genau nicht die richtige Länge, ne? Das müsste eigentlich eins länger sein. Machen wir aber mal. So, das Ding bitte weg. Und dann setzen wir da bitte die Schule hin. So, und dann hätte ich gerne hier einfach, weil es sonst nicht so meins ist, von dem optischen her noch eine Straße. Kriegt er hin, ne? Ja. So, später Winter, das heißt, jetzt gleich geht's schon wieder in die nächste Saison. Frühling, jawohl. Alle auf die Felder, drei Felder haben wir momentan, das heißt... Bilder machen wir mal ein. So, ihr geht bitte alle auf die Felder. Okay, alles eingeteilt, wunderbar. Ach ja, genau, wir bräuchten natürlich auch noch einen, der da arbeitet. Wo kann ich mal auf einen verzichten? Machen wir das so. Werkzeug, hier haben wir auch zu viel. Okay, setzen wir das Limit hoch auf 150, das macht ja nichts. Aber ihr seht jetzt zum Beispiel, obwohl die jetzt schon wieder säen gehen, haben wir momentan immer noch 1300 übrig im Lager. Wir haben also eine leichte Überproduktion und genau so mag ich das. Ich fühle mich lieber ein bisschen sicherer. Und hab ein bisschen zu viel als zu wenig. So bin ich. Insofern, das ist alles gut. Ich mache mir da gar keinen Kopf. Man kann dann auch später noch die Felder hochsetzen, dass da noch einer mehr arbeitet. Die Bäume sollten auch jetzt, die Apfelbäume sollten jetzt auch ungefähr in der nächsten Saison fertig sein, dass da die ersten Äpfel geerntet werden können. So, einen Lehrer brauchen wir natürlich, das ist auch gut, haben wir, okay. Ja, wir werden bald mal schon mal eine Town Hall bauen, ich finde das ganz gut einfach. Oder wir gehen erst noch ein bisschen mehr in die Richtung, weil ich eigentlich da oben die Stadt gerne hätte.
So, ihr könnt mir mal eine Brücke bauen. Das fände ich mal ganz nett. Okay, ein Outbreak of Dysentery has occurred. Was genau das jetzt für eine Krankheit ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich das bisher noch gar nicht hatte. Is visiting the doctor. Haben wir denn einen Arzt? Ich meine, wir haben einen Herbalist, aber wir haben kein Hospital. Und kein Krankenhaus. Können wir aber natürlich bauen. Ich hatte das, wie gesagt, noch nie, obwohl ich inzwischen echt einiges gespielt habe. Aber wir können natürlich ein Krankenhaus bauen. Also es macht mir gerade ein bisschen Kopf, dass die da so einen Totenkopf überm... Lieber nicht. Die stecken noch alle an. Jetzt geht die natürlich nach Hause und steckt die alle an, ne? Kann ich dich nicht killen oder so? Nee, ne? Schade. So, die Felder. Ja, die haben wir bald. Also, ich denke mal, in den nächsten Jahren, natürlich steckt die alle an. Danke dafür. Habe ich nicht die Katastrophen, habe ich ausgehabt, oder nicht? Oder habe ich da irgendwas eingestellt, aus Versehen? Stämme brauchen wir? Okay, können wir haben, komm. Könnt gerne fällen gehen. Los. Ich brauche halt die Arbeitskräfte vom Acker dann, aber das, die sind ja auch bald wieder fertig. Na toll, jetzt habe ich hier die Pest oder sowas in der Stadt. Ist ja herrlich. Die sterben ja doch alle weg. Die werden mir alle wegsterben mit der Krankheit. So, ihr könnt jetzt eigentlich mal ernten, genau, danke. Das hat doch dieses Jahr ganz gut geklappt hier, die Ernte. Ich überlege gerade, ob wir nicht schon mal einen Marktplatz bauen. Aber ich glaube, ich werde erst noch die Häuser vervollständigen hier. So, jetzt habt ihr bald die Felder, ne? Dann kann ich da euch auch wieder rausschicken zum Bäume fällen. Im frühen Herbst jetzt, momentan. Also ich denke mal, im Herbst werden sie fertig sein hier mit dem Feld. Die sind irgendwie immer am schnellsten mit der Arbeit. Die da hinten immer am langsamsten. Wahrscheinlich, weil die näher am Lager sind. Ich meine, die bringen das ja hier direkt zum Lager und die müssen weiter laufen. Also wahrscheinlich daran liegt's. Aber der ist jetzt gleich fertig hier, der Acker. So, wunderbar. Das heißt, wir brauchen jetzt wieder weniger. Das heißt, wir können auch wieder mehr Leute den Bauarbeiterberuf zuweisen. Ihr seid auch gleich fertig. So, kommen die beiden da noch? Okay. Dann können wir Herbalist, Hunter. Habt ihr den Acker gleich mal? Dann könnt ihr nämlich hier auf den... Könnt ihr nämlich sammeln gehen. Na kommt, Leute. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall gerade mehr als genug Nahrung. Und genau das ist es ja, was ich will. Dass wir einen ordentlichen Puff haben. Und wir haben jetzt momentan 4200. Die eigentlich auf dem Acker arbeiten, können jetzt alle hier schön schnell die Bäume fällen gehen. Und das finde ich also super. Aber ist unsere Krankheit denn verschwunden? Anscheinend ja. Das heißt, das Krankenhaus wäre gar nicht mehr so vonnöten, aber wir lassen es mal trotzdem noch bauen. Achso, die Farmer brauche ich jetzt gerade nicht. Moment. Hier, Forester. Die brauchen wir noch. Ansonsten haben wir alles verteilt, ja.
Also ihr seht, unser Lager ist sogar fast voll jetzt. Wir haben richtig viel Nahrung, das reicht auf jeden Fall locker. Die drei Felder reichen erst einmal auch noch für die nächste Saison, vermute ich. Vor allem, weil wir in der nächsten Saison wahrscheinlich auch schon die ersten Äpfel ernten können dann. Das ist also alles wunderbar. So, ich überlege gerade, wenn wir jetzt einen Handelsposten wollen, müssen wir uns dann bis dahin vorkämpfen. Oder kann der vielleicht sogar hier hin. Ich meine, der Fluss ist ein bisschen klein dafür, aber wenn wir Glück haben, dann reicht das trotzdem. Wenn wir eine gute Stelle finden, dann reicht das. Aber es ist nicht so leicht. Na, hier nicht. Wenn wir mal drehen, auf der anderen Seite vielleicht. Sieht noch nicht so gut aus. Ja, wenn man den hier noch so ein bisschen anders drehen könnte, dann ging's. Aber ich glaube, es wird hier an dem Fluss schwierig. Wir können natürlich dann da hinten bauen. Was natürlich ein bisschen sehr weit weg ist. Ja, wir schauen mal. Noch bauen wir es auch nicht. Wir möchten halt früher oder später brauchen wir neue Fruchtbarkeiten und vor allem auch, hier, Dingenskirchen, Tiere. So, immer die Berufe im Blick halten. Okay, alles wunderbar. So, jetzt haben wir zu viele Bauarbeiter. Und wir sind schon wieder im Frühling. Da muss man immer dran denken, natürlich. Auch wenn wir jetzt noch einen großen Puffer haben, trotzdem möchte ich diese Saison alle Felder bewirtschaften. Auch wenn man jetzt sagen könnte, ja komm, wir nehmen nicht alle diesmal, weil wir haben noch einen ordentlichen Puffer. Nee, ich möchte mir die Lager schön vollholzen. Das bedeutet, beim Rest wird ein bisschen gespart. Bis wir hier genug haben. Und einen noch, okay, wo können wir die noch abziehen? Ah, nehmen wir noch einen Bauarbeiter weniger. Okay, wunderbar. Für diese Saison auch wieder alle Arbeiter eingeteilt. Das Problem haben wir zumindest schon mal nicht mehr. Die Nahrung. Ja, das Problem haben wir nicht mehr. Zumindest momentan. Und wie ist es dieses Jahr? Die ersten Äpfel oder noch nicht? Na, ich weiß nicht. Bin mir nicht so sicher. Könnte sogar sein. Ja, dieses Jahr die ersten Äpfel. Okay, wunderbar. Da bin ich ja zufrieden mit euch. Da bin ich ja zufrieden mit euch. Also das Ganze geht auf jeden Fall ein bisschen schneller voran als bei der anderen Stadt. Jetzt schon deutlich mehr Felder als damals. Es ist jetzt gerade, der zweite Part ist jetzt gerade Richtung Ende. Ich habe da das alles in einem aufgenommen. Ich habe jetzt beim ersten gar nicht Tschüss gesagt. Aber, also wir haben jetzt innerhalb von den zwei Parts deutlich mehr geschafft als bei der anderen, ne? Weil da habe ich einfach viel noch mehr angeguckt und so, das finde ich auch schön. Muss ja auch sein, die Ruhe muss man sich, die Zeit muss man sich nehmen, aber jetzt halt, möchten wir mal ein bisschen schneller hier voran. So, habt ihr den schon komplett geerntet hier? Oder was? Ihr seid mehr welche. Das ging ja krass schnell, du. Das ging ja krass schnell. Oder haben die gar nicht richtig gepflanzt? Ich habe das jetzt gar nicht mitbekommen, weil ich nicht darauf geachtet habe, aber das ist ja schon komplett leer. Na gut. Die Bäume sind noch am Wachsen. Können wir mal einen ins Krankenhaus schicken, dass das auch bearbeitet wird. Ja, Nahrung haben wir auf jeden Fall mehr als genug jetzt. Wir haben 3100. Da kommen jetzt auch noch zwei ganze Felder und gleich noch die Äpfel dazu. Für die Saison werden wir auch kein Problem haben mit dem Hunger. Und wenn die dann fertig sind mit den Feldern, können die schön mal da hinten die Bäume abholzen gehen, damit wir ein paar Stämme haben fürs Feuerholz. In der Jagdhütte arbeiten aber drei, ne? Und die holen auch Leder ran. Okay, die holen auch Leder ran. Ja, der arbeitet halt sehr schnell, der Schneider. Deswegen hat er dann immer das Symbol über dem Kopf, weil der schon fertig ist. Weil der das verholzt wie nix, das Leder. So, die Bäume sind gleich... Ja, die Bäume werden geerntet. Wunderbar. Äpfel gibt's also diese Saison auch. Und meine Bevölkerung ist komplett glücklich.
Alle Sterne voll und gesund auch fast komplett. Ich bin zufrieden. Dum da da dum dum bam 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 ba da dum dum da 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 dum da 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 dum dum dum. Wir können schon mal das Food Limit hochsetzen. Machen wir es mal auf 10.000 schon mal.